Hallo und herzlich willkommen zurück zur zweiten Folge von LEGO City Undercover. In der letzten Folge sind wir mit Chase McCain in LEGO City angekommen und wir waren auch schon das erste Mal an einem Computer. Yay, ich mag Computer. So, ist hinten eigentlich hier, wie heißt der Mr. Iglo hier drauf? Das ist wie der Iglo-Typ hier. Captain Iglo, genau, Captain Iglo heißt der. So, wir sollen auf jeden Fall jetzt zum Chef hier hin. Und dem mal eine Runde aufwecken. Ich glaube, der ist mit seinem Donut im Mund eingeschlafen. Bevor der erstickt, gehen wir den mal lieber wecken. So. Was? Ach so. Schau das auf YouTube. Anruf entgegenzunehmen, okay? Hey Chase, hast ja deinen Kommunikator zum Laufen gebracht. Ja, aber jetzt muss ich Frank bei seiner Schlüsselsuche helfen. Kein Problem. Ich habe die Software auf deinem Kommunikator aktualisiert und seinen Scanner aktiviert. Sein Bildschirm zeigt dir jetzt Dinge an, die du sonst nicht sehen würdest. Geister zum Beispiel. Das war dein Spiegelbild, Frank. Danke, Ellie. Diese irren, glubschigen Augen gehen mir nicht mehr aus dem Kopf. Eingeschaltet, Detektivscan. Alles klar. Ich habe auf jeden Fall jetzt auf dem Gamepad einfach nur so eine Animation gesehen von der Anruferin. Konnte man einfach nur sehen, wie sie sich halt unterhält, so ein Skype-Anruf mäßig. Also mehr war es nicht. Bis zu meinem 40. wäre ich schon gern Captain. Captain oder was? Raumschiff oder was? Raumschiff Enterprise Captain oder was? Ich will auch mal Captain sein. Moment, die trinkt ja schon ihren schwarzen Kaffee. Oh Gott. Jetzt ein Donut. So ein Lego-Donut. Läuft der ganze Zeit Kaffee in die Tasse? Schwarzer Kaffee, Junge. Weiß eigentlich, wie lecker der ist? So. Ich will auch mal Captain sein. Mal sehen. Unfallursache. Der Verdächtige wollte überprüfen, wie weit er unfallfrei mit geschlossenen Augen fahren kann. Ist dann rückwärts durch die vordere Fensterfront in die Küche gebrettert und dort zum Stehen gekommen. Wenn du Donuts suchst, dann am ehesten im Büro des Chiefs. Falls nicht schon alle weg sind. Wie die alle davor stehen, nur die Donuts haben wollen. So, Scanner-Symbole in Form von Fragezeichen zeigen an, dass sich in der Nähe ein verstecktes Lego-Objekt befindet. Okay. Du willst den Chief wecken? Okay. Wenn du damit fertig bist, hätte ich dann noch ein Wespennest für dich, in das du reinstechen könntest. Darf ich das machen? Ich weiß, wie das geht. Hatte es allerdings für eine Pinata gehalten. War es aber nicht. Die Süßigkeiten haben nämlich Aua im Mund gemacht. Das war mein allerschlimmster Geburtstag. Ah, ist das Spiel gut. Verdammt. Warum habe ich es nicht eher gespielt bis jetzt? Und ich wollte es unbedingt immer spielen. Und Das Klopfen an der Tür hört er sicher nicht. Er hat einen tiefen Schlaf. Kenn ich. Oh, jetzt Donuts. So, okay, wir sollen uns hier hinstellen und A drücken. Dir war die Lagebesprechung zu Rex Fury ziemlich egal, oder? So, folge den Vorspuren, alles klar, mache ich. Das ist ja cool. Okay, auf dem Gamepad sehe ich gerade nichts, außer weiterhin die Karte. Boah, die Musik ist super. Alles klar, wo müssen wir hin? Hier ich hänge fest. So. Hey, du hast ihn! Dann kannst du ihn ja wecken. Hab was Wichtiges zu erledigen. Was denn? Videospiele! Wuhu! Guter Grund. Wollte ich gerade noch vorschlagen. Was willst du denn zocken oder was? Super. Ich war mir sicher, dass in dem Film mehr geredet wird. Was? Was spielst du? Tetris? Auf einen Film? Hallo? Oh, hab einen von diesen besonderen Steinen gefunden. Ja, spiel ich Tetris. Ich will auch zocken. Freies Spiel? Und ich hab 20 Stats reingesteckt. Was? Ich will auch. Lass mich auch zocken. Oh, ein neuer Charakter. Oh, kann ich mir noch nicht leisten. Was haben die sich für Dialoge noch alles einfallen lassen? Die sind doch bekloppt, wie cool.
Wenn ich deinen Kopf und deinen Körper mit deinen Beinen vertausche, sieht das aus wie ich. Was ist? Also wenn er Wii U hat, unbedingt Kaufempfehlung. Kann ich jetzt schon aussprechen. Ich habe die zweite Folge gerade angefangen. Apropos egal. Dem Boss ist es ganz und gar nicht egal, wenn er unsanft geweckt wird. Ach, da kriegen wir hin. Der mag uns. Glaube ich zumindest. Nein, hast du noch einen Satz? Hast du noch einen Satz? Wenn du ihn also wirklich aufwecken willst, wünsche ich dir alles Glück dieser Welt. Vor allem in deinem nächsten Job. Ach, Quatsch. Hast du noch was für mich? Die haben alle so eine Angst. Oh, das war knapp. Alles klar. Du weckst ihn dann also? Ich werde nämlich ohnmächtig, wenn er mich anbrüllt. Selbst über Funk, wenn ich Streife gehe. Kein Problem, wir halten das aus. So. A drücken. Der hat ein riesiges Türschloss. Lässt den da Oma weiterzocken? Na los, die Einsatzbesprechung, Chief. Wachen Sie auf! Ich will nicht. Okay, dann versuche ich's mal mit richtig Getöse. Können wir die Sachen hier kaputt hauen? Hey, steh auf! Deine Donuts! Achso, ich kann hier was zusammenbauen. Moment, was baue ich denn jetzt hier? Was ist das denn? Alter! Ich habe nur meine Augen entspannt. Und meine Arme. Und Beine. Oha! Du schon wieder! Toll! Besprechungsraum! Eine Minute! Kommt schon, Leute! Ach, wie cool. Ruhe bitte! Hey, Harry, wie viel Kaffee hast du schon intus? Ja, ich weiß, was du denkst. Waren es 6 oder doch nur 5? Nun ja. Okay, auf jeden Fall genug. Ich komme direkt zur Sache. Die Bürgermeisterin glaubt, dass wir nach diesem Mann fahnden sollten. Rex Fury. Ist der riesig! Rex gelang vor 3 Monaten die Flucht von der Albatros-Insel. Wie genau ist noch unklar. Aber das spielt keine Rolle. Wichtig ist, dass wir ihn bald auftreiben. Behaltet das also im Hinterkopf. Also, Rex Fury hat sich schon im Alter von 6 Jahren dem Verbrechen zugewendet. Oh. Du liebe Güte, ein durchaus wichtiges Detail, möchte man meinen. Elementar, mein Lieber. Unseren Durchbruch verdankten wir einer geheimen Zeugin. Geheim allerdings nur so lang, bis jemand versehentlich ihre Identität verraten hat. Dank Natalias Aussage konnten wir Rex verhaften. Er versuchte zu fliehen, aber sein Fluchtfahrzeug, ein Rasenmäher, war zu langsam. Oh, die Rasenmäher, rechts ran! Außerdem hat er den Mann unterschätzt, der ihn schließlich dingfest gemacht hat. Mich! Steckt Rex hinter der Verbrechenswelle, muss er sofort wieder eingebuchtet werden. Um den tatsächlichen Übeltäter zu schnappen, habe ich an den wichtigsten Orten Kameras aufstellen lassen. Im Museum, Forrest Blackwells Villa und natürlich in den Banken. Was zum... Besprechung beendet! Alle Einheiten zur Bank! Ich hätte da noch eine Frage, Chief. Ach, ist das geil. Bereit, es den Verbrechern zu zeigen, Chase? Auch wenn gerade ein Verbrechen stattfindet, müssen wir rücksichtsvoll fahren. Natürlich. Der Letzte zahlt 1 Monat lang alle Donuts für den Chief. Juhu! Ja. Hey, Chase, ich habe deinen Kommunikator aktualisiert und das Navigationssystem aktiviert. Damit kannst du dich leichter in Lego City zurechtfinden. Ich habe die Cherry Tree Bank mit einem Polizeischild markiert.
Wenn du die beste Route zu einem Ziel sehen willst, drücke und halte den Ort auf dem Bildschirm deines Kommunikators. Na los, versuch's mal. Okay, jetzt sehe ich auf jeden Fall so ein blinkendes Ding mit so einem Pfeil auf meinem Game-Kommunikator, würde ich schon sagen. Auf meinem Wii U Gamepad. Da kann ich jetzt draufdrücken. Ist ein spannendes. Perfekt. Folge jetzt einfach der grünen Linie. Sie führt dich direkt ans Ziel. Freigeschaltet. Navigation. Das ist mir zu früh. Kenne ich. So, theoretisch müsste man ja jetzt auch irgendwie die Fahrt... Chase? Ja, Honey? Ich hab mich verfahren. Können wir die Wette abbrechen, bitte? Honey ist super. Die sind alle super. Die ganzen Anspielungen und alles. Boah, ist das gut. Ey, das ist so geil. Wirklich. So. Okay, wir sehen jetzt die ganze normale Strecke, die ich auch hier drauf sehe, auf meinem Gamepad. Boah, ist das cool mit dem Polizeiauto. Richtig cool. Ich war schon immer riesiger Fan von Lego damals, als ich noch klein war, und hat sich echt nicht geändert. Lego ist super. Ich liebe Lego. So, wir sind angekommen. Wie kann man sich denn da verfahren? Verstehe ich nicht. Mit erhobenen Händen rauskommen! Was zum Klaus? Verfolgt diese Witzfigur! Wir haben hier einen Batman, ey. Okay, hinterher, Verfolgungsjagd. Alles klar. Boah, wie cool. Lego-Verfolgungsjagd. Okay, ramme das Auto. Mach ich. Wow, weg hier, Leute. Ich muss hier durch. Ich kann nicht nonstop lenken. Stopp, stehen bleiben. Boah, wie cool, der hat der ganze Gold hinten drin. Okay, Turbo. Moment, wo ist unser Turbo? Das Turbo. Ah. Ich muss mich hinlegen. So. Das war's für dich, Junge. Bis dann irgendwann. So, wo ist der hin? Da vorne, da runter. Den kriege ich. Kann ich nur überfahren? Verhafte ihn. Boah, ist das laut. Halt, im Namen des Gesetzes. Hey, bleib stehen. Wie kann ich den verhaften? Stehen bleiben. Wir werfen sie sonst mit Lego. Lass mich in Ruhe. Was? Wieso ist das so schnell gewesen? Ich muss A drücken. Ich muss gerade gucken, wo A ist. Und die Steuerung ist ein bisschen anders als auf die anderen normalen Gamepads. Wart's nur ab. Damit kommst du nicht durch. Diese Stadt gehört jetzt den Gaunern. Nicht mehr lange. So. Ach, ein von drei. Ich muss jetzt die anderen auch noch alle schnappen. Ich muss zur Bank. Moment mal, wir brauchen ein Auto. Polizeiangelegenheit. So, wo sind die anderen alle? Chase, hast du was Neues für mich? Ja, ich habe den Fluchtfahrer festgenommen. Sehr gut. Gutes Timing noch dazu, denn jemand vom Roten Café hat nämlich gerade einen Clown gemeldet, der auf das Dach steigt. Könnte einer der Verbrecher sein. Entweder das oder ich versaue einem Kind gleich die Geburtstagsfeier. Bin unterwegs. Wo meine Polizeidrillerpfeife wohl ist? Ein Pfiff damit und der gesamte Verkehr steht still. Der hat man ja vorhin schon mal gefunden gehabt. So, wir sollen da vorne auf jeden Fall irgendwo hinfahren. Bin ich mal gespannt. Da muss auf jeden Fall irgendwo noch ein Clown rumstecken, verstecken. Oh. Entschuldigung. So, wo ist der Clown? Clown? Ach jo. Und jetzt? Hey, alle mal herhören. Ist irgendjemand hier zufällig ein Clown-Bankräuber? Oh Mann, wäre ja auch zu einfach gewesen. Ich kontaktiere wohl besser Ellie. Ellie, hier ist kein Clown in Sicht. Kein
Keine Sorge, ich habe gerade die Scan-Software deines Kommunikators aktualisiert. Benutze sie, um dich vom Dach des Restaurants aus umzusehen. Sie wird dir als Räuber verdächtigte Personen anzeigen. Und dann? Nimmst du sie fest? Reingeschaltet. Kriminell-Scan. Oh, Kriminellen-Scan. Kriminellen-Scan-Punkt zeigt dir an, dass sich ein Verdächtiger in der Nähe befindet. So, drücken wir A. A. Nee, doch hier A müssen wir drücken. So, Alter, das Video-Gamepad in der Höhe des Fernsehbildschirms um die Kamera zu... Echt? Muss ich mich... Okay, ich muss... Boah, wie cool ist das denn? Okay, ich muss jetzt wirklich das Gamepad gerade bewegen. Das wäre wirklich ein bisschen schwer abzufilmen. So, ich glaube, ich habe ihn gefunden. Das sieht voll cool aus, also... Sorry, aber ich kann es echt nicht zeigen, sonst... So, ich habe den gefunden. Jetzt muss ich A gedrückt halten. Okay, er versteckt sich in der Garage. Das war echt cool gemacht. Oh, mal ein bisschen Leben in diese Betonwüste bringen. Oh, so gefällt's mir. Entzückend, auch wenn ich es selbst sage. Der wächst aber schnell hier. Oh, super so weit ist es also gekommen, dass ich die Pflanzen eines Fremden bewässere. Ich habe schon gedacht, GTA hätte viele Synchros, also viele Stimmen drin. Officer? Ja. Wir benutzen hier vor allem Spezialdünger. Ist der legal? Guten Kann Abend. Ich... Guten Abend. Das ist aber nett. So, Kollege. Bist du... Komm mal hier raus hier, ey. Hast mich fast erwischt. Verdammt. Na, 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 na. Was machst du da unten, hä? Was? Komm hier hoch. Komm hier hoch. Kommst du hier nicht hoch? Komm, ja. Hol mich doch. Bring die Kiste. Ach so, zum grünen Boden, alles klar. Nimm mal das Ding. So. Na, 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 na. Was machst du da unten, hä? Mit Maschen da unten. Kannst du nicht so hoch springen, hä? Du machst es mir echt nicht leicht. Mach's gut. Warte bloß. Moment, wie springe ich denn so? Springe ich? Alles klar. Was? Oh, okay. So, B gedrückt halten. Ey, Zeuge. Verdammt. Jetzt. Heinz, kletter doch an der Bodenranke hoch. Oh, hoppla, kaputt gemacht. Der ist aber ganz schön frech. Dafür, dass er ein Clown ist. Und lustig ist er auch nicht. So. Dünn, 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 dünn. Ach da. Dünn, 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 dünn. Ich weiß nicht genau, was wir jetzt gerade suchen, aber wir suchen auf jeden Fall irgendwas. Und es sind irgendwie Fußspuren. Was ist denn das? Ein Rad. Super. Okay. Was zum... kann ich das jetzt hier irgendwie... Achso. Liegt da vorne eine Pizza rum? Boah, wie cool ist das denn? Und so ein Apfeleimer. Ich hatte damals auch so ein Lego gehabt. Mit so einer Pizza und so einem Apfeleimer. Das weiß ich noch. Ich weiß echt nicht mehr, wo dabei war. Aber das hatte ich auch. Boah, voll cool. Alles klar, beste Spiel des Jahres. Neben The Book. The Book of Unwritten Tales. Alter, ist das gut. So, wir haben auf jeden Fall jetzt hier die Sprinkleranlage angeschaltet. Entschuldigung. Dafür bewässern wir ja auch hier, ne, die Wiese. Wie cool die Blumen sind auch. Wirklich, boah, ist das cool. Ah, ich dreh durch. Ist das geil. Es ist so flauschig. Ich komme nicht hoch. Aber diese schnell wachsenden Pflanzen hier. Okay, ab hier hoch.
So, wo ist der Vogel hin? Beziehungsweise der Clown. Rauskommen und Flossen hoch. Oh, so ein Mist. Und nie. Halt, im Namen des Gesetzes. Hä, wo ist... Boah, wie schnell ist... Frieden. Verzieh dich. Ich bin ein unschuldiger Clown. Halt, im Namen des Gesetzes. Ein unschuldiger Clown bist du, bleib doch stehen. Ich mache mich besser auf. Okay, wir können das auf die harte Tour oder auf die weiche Tour machen. Die weiche Tour. Einer der anderen Räuber wollte auf einen Frachter springen, falls was schief läuft bei dem Überfall. Und, kriege ich diesmal eine hübsche Zelle? Sicher. Wow, das war wirklich die weiche Tour. Okay, er ist abtransportiert. So eine... Boah, bleib stehen. Bleib stehen. Chase, hast du den Räuber geschnappt? Dein Timing ist verblüffend. Und ja, er ist in Gewahrsam. Einer der anderen Räuber ist wohl an den Docks. Willst du den auch festnehmen? Ich check mal meinen Kalender. Ruf mich an, wenn du ihn hast. Geil. Boah, wie cool. Ich will noch einen Teil spielen. Ich will jetzt schon einen neuen Teil spielen, wo ich gerade angefangen habe. Bitte. Bitte, 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 ich will noch einen neuen Teil. Okay, ich will auf jeden Fall die ganzen anderen Lego City, sage ich, die ganzen Lego-Spiele, die ich sonst noch nicht gespielt habe, und da sind noch einige, die werde ich auf jeden Fall noch alle nachholen. Die gibt es ja zum Glück, die meisten für den PC, aber ich glaube, die sind alle nicht mal annähernd so gut wie das hier. Ich habe ja damals schon mal Lego Herr der Ringe gespielt gehabt. Als Gameplay auf meinem Kanal ist es noch zu sehen. Es war auch schon gut gewesen, aber... nicht meinem Ansatz so gut wie das hier, wirklich. Also, traumhaft. Ist wirklich geil. Sorry, aber es ist wirklich gut. Na gut, dann würde ich mal sagen, wie es weitergeht und ob wir wirklich noch den letzten Clown kriegen, das sehen wir jetzt in der nächsten Folge von Lego City Undercover. Bis zum nächsten Mal.